so, mein Evil-Dreher Wald ist mein Dojo und es regnet ja richtig. Aber ich wollte euch mal wieder Waldaufnahmen zeigen. Kamera ein bisschen mit der Jagd zudecken. Let's go! Welcome to Kuckerwein, Liefung ist online. Niemals aufgeben, niemals kapulieren. Also, ich drehe ein bisschen, dass wir wieder weit fliegen können. Ich kann nichts dafür, dass wir so lange im Regen sind. Die Kamera ist nicht abgeschützt worden. Und ist halt auch nicht das angenehmste Wetter zum Trainieren. Ja. So sehe ich besser aus. Also, ich steuere den Hund. Erster Linie muss man sagen, ich war ja schon Türsteher und Ordner hier und habe auch viele Demos mitgemacht. Und ich bin auch schon mal schwer verletzt worden. Ich habe in der Notlage, um mich selber zu schützen, andere schwer verletzt. Und wer sowas mitgemacht hat, so viel Gewalt, dann weiß man den Frieden zu schätzen und man will eigentlich SV-mäßig nur die Harmonie. Ja. Und jeder normale Mensch, der sowas mitgemacht hat und intelligent ist, der weiß die Harmonie und die Demokratie zu schätzen. Der sucht die Schlachter SV-mäßig nicht mehr. Ja. Wer mit durch das Schwert lebt, wird durch das Schwert kämpfen. Im Chinesischen gibt es eine Voice und eine Herzseite, der brauchst eine Voice-Seite, eine harte Seite im Leben. Und obwohl ich den Cobra Kai-Weg für den richtigeren Weg halt, gibt es auch von Miyagi, wo ich super finde. Bei Miyagi fährt er da Karate Kid 4, wo die Frauen errichtet hat, da sind sie gerade zu einer Tankstelle nachgegangen. Ja? Und da war so ein Hund, der bellt und hat die Frau Angst gejagt. Der Miyagi hat den Hund besänftigt, jetzt sind sich die anderen aufgeregt und sagt, was, du hast unseren Hund zum Schoßhund gemacht. Und Miyagi hat gesagt, kämpfe nicht gut. Und die haben trotzdem mit ihm gekämpft und er hat die ganze Leute auseinandergenommen. Da sind die verletzt rumgelegen bis auf einen. Und Miyagi immer noch trotzdem gesagt, kämpfe nicht gut. Ja. Wenn man erfahrungsmäßig ist, sind zwar fingierte Geschichte und auch inszenierte Geschichte, aber die Philosophie, die dahinter steckt und so die Geschichte können auch wirklich erleben, passieren, finde ich gut, wie sie die Karate Kid aufgemacht haben und als auch die Cobra Kai Serie. Ja. Aber wie schon gesagt, mein Opa, also ist halt auch also gut aufgemacht. Und mein Opa, der war im Krieg. Und das Drama, wo der im Krieg mitgemacht hat, ja, also die schwere Sache, wo der im Krieg nicht mitgemacht hat, der hat ein lebenslanger Drama mitgekriegt. Krieg ist was Widerliches. Straßenkampf ist was Widerliches. Und wer sowas mag, der noch nie richtig was mitgemacht im Leben. Ja. Und was ich dafür stark finde, Leute, die gemeinschaftlich zusammenhalten und friedlich zusammenleben, das ist viel stärker als alles andere. Ja. Und man lernt ja Kampfkunst, auch um zuerst mal einen Weg zu finden zum Deeskalieren. Ja. Wer aber die Stricke der Deeskalation reißt, der muss wie ein Cobra sein. Zurschlagen, hart schlagen, keine Gnade. Ja. Aber das Leben ist nicht nur schwarz und weiß, sondern lässt auch Grauzone zu. Und deswegen kann man sagen, hin und wieder lässt auch unser Cobra Kai Weg, auch wenn es die Situation entsprechend ist, auch Gnade zu. Ja. Aber wie schon gesagt, SV ist auch richtig brutal. Und wer den hat er viel mitgemacht und ist gemeinschaftliches Leben in Harmonie und Frieden ist eigentlich immer das Wertvollste. Ja. Dass man nur als Kampfkunst nutzt, um sich selber zu verteidigen oder andere zu verteidigen. Ja. Also wenn einer, dass man selber sich selber schützt und andere schützt und nie kämpft wegen Egoismus. Also da möchte ich noch was zeigen. Ich hoffe, die Kameraeinstellung stimmt. Ihr habt doch die Jakobskamera. So. Ja. Es ist wirklich schwer als Tuch.
viel im Wald weg. So. Vom Tiger Pranke Kung Fu. Ja. Ich schlag dem Gegner, wenn wir angreifen, die Handfläche auf die Nase. Ja. Kann man vielleicht hier spüren hier. Ich schlag dem Gegner die Handfläche, den Kopf so, mit Verteidigung, und schlag dem Gegner die Handfläche auf die Nase. Ja. Und das sind seine Augen. Ja. Kopf mit Verteidigung, die Handfläche auf die Nase. Und dort seine Augen sind und ich ziehe nach unten wie ein Tiger. Das zieht auch noch in die Augen. Wenn er dann automatisch nach unten geht, dann kann ich nachsetzen, wenn er Randhaus gibt. Ja? Aber nur machen, wenn es die Notlage ist, da muss ein Kobra sein. Kobra kommt nicht aus Egoismus, ein Kobra kämpft nur wenn es in Not ist und überleben muss. Ja? Und wie schon gesagt, der friedliche Weg ist immer der bessere Weg. Wir haben uns zusammengehockt, wie schon gesagt, ich habe Notsituation so ein Film mitgemacht. Ich bin ja lange aus der politischen Szene draußen und habe mit den Erledigsten da, wenn man sie sieht, sagt man hallo Kamerad und gut ist. Aber ich kenne auch vom gewissen Widerstand Anrufe über WhatsApp, sind sie alle mit mir verbunden. Wenn ich Notwehr, der hätte bestimmt 60 oder 80 Darstände vom patriotischen Widerstand. Aber das brauche ich nicht, will ich auch nicht. Ich bin froh, wenn ich Frieden habe und mit allen Leuten gut auskomme und mit den Leuten unterschiedlicher Herkunft harmonisch zusammenlebe und einfach die Leute wertschätze und sage, hey, Effis König oder sonst was. Das ist, was mein Leben bereichert. Harmonie und Frieden. Und so sollte man auch leben, vor allem wenn wir alle in einem Land leben. Und Facebook, YouTube, das sind ja Bereicherungen, wo man eigentlich seine Lebenserfahrung weitergeben kann im Internet. Und ich frage mich, warum die Leute einen Unterschied machen. Da ist jeder in Facebook drin, kann Videos hochladen. Und das ist schon in Ordnung bei vielen. Weil es gab auch viele, die, wenn ich in YouTube bist, ist dann nicht mehr in Ordnung. Aber es gab auch viele, die mich gefeiert haben wegen meinem YouTube-Kanal. Aber egal was einer möchte, ob er Buch schreibt, YouTube möchte, Instagram möchte, Facebook möchte, wir sind alle Menschenfamilie und wir sind eigentlich zusammenhalten und uns gegenseitig einen Freiraum lassen. Ja? Und ich schätze alle Kulturen der Welt, alle Religionen der Welt und bin eigentlich ein harmonischer, friedlicher, demokratischer Mensch. Und ich bin weder rechts noch links mehr, ich bin Cobra Kai. Wir sind Cobra Kai, ihr meine Abonnenten. Wie so gesagt, wenn es besser hätte, ich denke, ich bin sorry, aber ich weiß manchmal. Ja. Ja. Wünsche euch was. Zeit sehen, ich hoffe, dass morgen besser ist. Boah.